hast dich bestimmt gefragt, wie schließe ich jetzt den Strahler an? Und zwar, das Problem ist bei diesem Strahler, die Kabeldicken sind sehr unterschiedlich, da man ein sehr dickes und ein sehr dünnes Kabel. Und die kann man mit so einer komischen Muffe, also mit einer Gießharzmuffe verbinden. Die ist aber natürlich sehr teuer. So eine Gießharzmuffe kostet 25 Euro, deswegen habe ich ein bisschen improvisiert. Weil nur um zwei Kabel zu verbinden, will ich jetzt keine 25 Euro ausgeben. Und diese anderen Muffen, die zum Schrauben, die gibt es auch, die halten sowieso nicht dicht. Da soll es immer ganz viele Probleme mitgeben. Was du hier siehst, ich habe die Kabel einfach in einer Dose mit Vago-Klemmen verbunden. Und ich bastel mir jetzt eine Gießharzmuffe selber. Ich habe übrigens hier, was du siehst, das Kabel schon mal angeschlossen, der Scheinwerfer funktioniert. Einmal die Leitfähigkeit getestet. Hier siehst du Gießharz, das ist PU-Polyurethan-Gießharz mit einem Härter. Den siehst du da gleich auch noch, das ist das Zeug in der kleineren Flasche. Und das ist was ganz ähnliches, was in diesen Gießharzmuffen drin ist. Das ist wirklich das versiegelt, das komplett. Ne? Das rühre ich in dem kleinen Gefäß da an, was du da siehst, und gieße das dann da rein. So, hier siehst du das fertig angerührte Gießharz, das habe ich in den Becher hier angerührt und da reingegossen, hat genau gepasst hier, ich habe ein super Augenmaß, ist mir aufgefallen, ich habe das einfach mal reingegossen, die Blasen, die da drin sind, die verschwinden noch, das heißt, das wird komplett klar, dieses Gießharz-Zeugs, und dann ist das wirklich absolut dicht, wirklich viel, viel, viel besser als diese ganzen Dinger, die es zu kaufen gibt. Und umgerechnet, schätzungsweise, hat mich der ganze Spaß jetzt so, sagen wir mal, um die 3 Euro gekostet, weil ich aus dem Liter Gießharz garantiert, ja, 10 Muffen mindestens machen kann. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.